Es ist ein klar Wahnsinn, was da los ist. Wie viele Jugendliche da sind, da sieht man schon, dass diese Initiative ganz was Wichtiges ist. Denn wir haben diese Fachkräfteplattform gegründet, wo auch die Sozialpartner dabei sind, das Land Tirol, wo wir immer wieder neue Veranstaltungen vornehmen, damit einfach die jungen Leute merken, welchen Stellenwert man hat, wenn man einen Beruf erlernt hat und welche Chancen auch gegeben sind. Ja, dieser Tag der Lehre ist eine großartige Leistungsschau der Lehrbetriebe, der Fachberufsschulen und eine ideale Möglichkeit für junge Menschen, sich zu orientieren und einen Beruf, der ihnen passt, der ihren Begabungen und Talenten entspricht, auch auszuwählen. Eine Lehrausbildung ist natürlich eine großartige Investition in die Zukunft, sowohl für die jungen Menschen wie auch für die Unternehmen in unserem Land. Wir wissen alle, wir sind im internationalen Wettbewerb, wir müssen also bessere Produkte produzieren wie alle anderen und wir sind auf dem besten Weg dorthin. Wir haben eine derart hohe Qualität und diese Qualität können wir nur halten, wenn wir von jungen Jahren an unsere Menschen richtig und gut ausbilden. Ich habe im Vorhinein eine weiterführende Schule besucht, ich habe die HTL für Hochbau besucht und abgeschlossen und habe dann als nächsten Schritt haben wir noch gedacht, was mache ich? Ich mache ja für einen Beruf in dem Ding aus. Oder und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist nicht ganz meinige. Und habe mir einen Lehrberuf angeschaut. Nur eben nachher als Zimmereitechniker am Holzbau Hofler das gefunden, was man eigentlich da. Also ich war mir sehr unsicher, vorher eine Anlehre als Zahnassistentin gemacht. Und danach habe ich mir geschaut, ich habe heute in der Promette Salzburg ausgeholfen, da haben wir eine Gärtnerei gehabt und da haben wir gesagt, ja, das taugt mir eigentlich recht gut und da bin ich halt zum Floristen gekommen und seitdem taugt es mir extremst. Wir brauchen für den Standort Tirol Akademikerinnen und Akademiker, aber auch Leute, die etwas produzieren. Und das, glaube ich, ist die Voraussetzung, damit sich Tirol weiter gut entwickelt. Aber mit diesen jungen Leuten, die heute da sind und mit vielen schon geredet, habe ich überhaupt keine Sorge, dass es nicht in die richtige Richtung geht.